Ja, moin! Willkommen zu einem weiteren Yo-Kai Watch 2 Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr an den Yo-Kai Hovanyan rankommt. Zuerst einmal müsst ihr in die Bankfiliale Wutz reinlaufen. Die befindet sich im Süden von Lenzhausen-Neudorf und dort angekommen sprecht ihr mit der Frau am linken Schalter und lest genau diesen QR-Code ein, den ich euch sofort zeigen werde. Aber zuerst mal zeige ich euch, wer Hovanyan überhaupt ist. Das hier ist Hovanyan. Merkt euch sein Aussehen, prägt es euch gut ein, auch gerade besonders sein verdammt scharfes Auge und auch seinen super süßen Mund, ja. Und das ist der QR-Code, den ihr einscannen müsst. Ich gebe euch ein paar Sekunden dafür Zeit. Das ist der QR-Code, den ihr braucht, um überhaupt daran denken zu können, an Hovanyan ranzukommen, um euch mit ihm überhaupt anzufreunden. Dafür bekommt ihr dann den geliebten Deckel, sofern ihr den QR-Code eingescannt habt. Und danach könnt ihr euch eigentlich sofort auf den Weg nach Stadenstedt machen, denn dort ist zwar nicht Hovanyan, aber dort ist sein Lieblingsessen. Und ich rate euch aus Zeitgründen, um Zeit zu sparen, etc., portet euch zum Kai, also nicht zu mir, weil das wäre ja, ich will auch meine Privatsphäre haben, Fräuleins, ja. Ist ja nicht geil, ist ja nicht normal, ja. Nein, einfach zu der Kai, so, ihr wisst Bescheid. Dann geht ihr zu Ingos Einzelhandel, denn dort findet ihr nämlich sein Lieblingsessen und das ist der feinste Thunfisch. Das ist ein ziemlich teures Unterfangen. 140 Tacken, ist das richtig? Lass mich kurz mal überlegen. Ja, kauft davon deswegen nur einen ein, weil der halt verdammt teuer ist. Also, Hovanyan zu bekommen, kostet euch mindestens 140 Euro, deswegen seid sparsam damit und beachtet meine Tipps, damit ihr da nichts falsch macht. Kauft euch den feinsten Thunfisch, denn das ist das, ja, ihr müsst wissen, Hovanyan steht auf das Item Fisch. So, die höchste Chance bekommt ihr aber nicht mit dem, ja, mit der getrockneten Makrele oder so, sondern halt mit dem feinsten Thunfisch, was ja auch klar ist, weil das Beste vom Besten und so, ne? Ihr könnt ihn auch versuchen mit getrockneter Makrele oder sonst wie, naja, wuschig zu machen, aber das würde ich euch nicht raten, sonst hängt ihr noch länger in diesem Kampf fest, als ich es war. Oder als ich es, ja, als ich es war, als ich, naja, was soll ich Ihnen sagen? Ihn mit dem feinsten Thunfisch beworfen habe. So. Genug rumlaberisiert, ihr portet euch nach Petzlingen, und danach geht ihr direkt in die Vergangenheit und, ja, portet euch dann direkt, ja, nach Petzlingen, wie gesagt. Nach Petzlingen der Vergangenheit, da müsst ihr hin. Ihr kommt quasi von Stadenstedt in den Bahnhof an, oder kommt quasi an den Bahnhof von Petzlingen in der Zukunft, oder der Gegenwart, müsst euch dann zum Bahnhof Petzlingen der Vergangenheit porten und dann könnt ihr euch nach zum alten Petzlingen porten und dort angekommen müsst ihr zu Nathaniels Versteck oder besser gesagt zu seinem Ninja-Wald. Denn dort, das wissen einige von euch bestimmt, hält sich der gute Hovanyan auf. Das tut er ja so gut wie immer. Ja, da ist der Gute, wie gesagt. Also, nachdem ihr den feinsten Thunfisch gekauft habt, zurück nach Petzlingen Bahnhof, dann dort über den Temportalex in die Vergangenheit reisen und dann mit dem Portalex, ja, nach Petzlingen der Vergangenheit reisen und dort dann zum Ninja-Wald und dort müsste Hovanyan sein. Da ist Hovanyan. Ihr speichert aber vor Hovanyan ab, weil, wie gesagt, ihr könnt nur einmal am Tag gegen ihn kämpfen und ihr wisst, sein, naja, Lieblings-Item ist Fisch und das Fisch-Item, das am meisten Impact macht, ist halt der feinste Thunfisch. Wo hast du diesen Milchdeckel, Herr Nathan? Er ist einer meiner wertvollsten Besitztümer. Ein Andenken an Nathaniel. Die Chancen, dass du es finden konntest. Okay, ich glaube, es ist Zeit, dass wir Freunde werden, Nathan. Wirklich? Das ist großartig. Ich könnte doch wirklich nicht so schnell. Du wusstest, dass wir vorher kämpfen müssen, richtig? Ja, es war mir klar. Gute Antwort. Tun wir's. Also, hi. Ne, weil ihr schmeißt ansonsten 140 Euro aus dem Fenster, wenn ihr euch das leisten könnt. So wie ich zum Beispiel. Ich habe über 3000 Euro auf dem Konto. Dann, also hier in Yo-Kai Watch 2. Dann macht das. Würde ich euch aber trotzdem nicht raten, weil das ist übertriebenste Geldverschwendung. So, im Kampf selbst werft ihr den feinsten Thunfisch an seinen Kopf. Ihr seht, Herzen steht da drauf. Geile Sau. Dann nutzt ihr ein Item, oder was heißt Item? Ihr nutzt die Ultisil von einem Yokai, um ihn zu beseelen. Oder aber, was ihr auch machen könnt, ihr wartet, bis er trödelt und so. Und dann stupst ihr ihn quasi auf Freundschaft an. Und das gibt nicht nur alle Klicks auf der ganzen Welt, sondern auch die ja, Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass er sich mit euch anfreundet. Das sei dazu gesagt. Und das war auch schon alles. Jetzt könnte man vielleicht noch auf das Irrlicht warten, das von links oder rechts kommt. Auf das blaue oder das goldene Irrlicht, aber jetzt mal ehrlich, da sitzt man 10 Minuten im Kampf, oder 5 Minuten, oder das ist halt nicht sagbar,
pauschal, wann dieses Elch kommt. Deswegen, ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich habe ihm einfach nur das Lieblingsessen gegeben, habe ihn angestupst, habe Knuffi-Wuffi dabei gehabt. Und das sollte auch schon alles gewesen sein. Das sollte ausreichend sein. Und ihr seht, da kommt er auch schon angedackelt und möchte sich mit uns anfreunden. Es schmerzt, das zu sagen, aber es war ein guter Kampf. Du und ich, Freunde, Bruders. Oh ja, komm ran. Hovanyan, ich halte dir den Rücken frei. Oh, das klang aber ziemlich pervers. Oh ja. Red uns, Kai, warum musst du aus allem mein perverses Ding ziehen? Ich hasse dich. Ich hasse dich auch. Ja. Ne, also, wie gesagt, ihr scannt diesen QR-Code ein, bekommt dafür diesen Lieblingsdeckel von Hovanyan, reist nach Stadenstedt, holt euch in Ingos Einzelhandel den feinsten Thunfisch für 140 Euro, weil das das beste Item ist. Ich glaube, auf Englisch nennt man es, glaube ich, Top-Tier-Item. Und danach portet euch nach Petzlingen, dann in die Vergangenheit, dann zum alten Petzlingen und dann geht es zu Nathaniels Ninja-Wald und dann gibt das alle Klicks auf der ganzen Welt. Und bevor es die ganzen Klicks auf der ganzen Welt gibt, müsst ihr überhaupt mal vorerst abspeichern, denn wie gesagt, wenn ihr euch durch die Lappen geht, dann müsst ihr einen Tag warten und wenn ihr vorher nicht abgespeichert habt, da kommt es halt schon hoch, wisst ihr? Ja. Warum habe ich da gerade so palavert? Warum lasse ich mir gerade so Zeit mit der Umbenennung? Ich habe wahrscheinlich nach Abonnenten gesucht, die ich benennen könnte und habe das hier nicht rausgeschnitten. Aber das ist ja alles die Spontanität, meine lieben Freunde, ne? Wow. So, klar. Aber das ist Hovanyan. Er ist wirklich ein Yokai, bei dem ich relativ lange dafür gebraucht habe, ihn einzufangen. Ich kann euch ja mal sagen, wie lang mein Rohmaterial ist. Und zwar, es beläuft sich auf 18 Minuten. Das war jetzt vielleicht nicht so lang, wie es sonst gedauert hätte. Aber es, oder wie es halt normalerweise dauert, um einen Yokai zu befreunden. Aber es war schon relativ nervig. Ich habe die ein oder anderen Versuche gebraucht. Das kann man sich auch hier aus der Minutenzahl des Videos ziehen. 18 Minuten war das ursprüngliche Video, das Rohvideo. Ich habe es auf 9 Minuten runtergeschnitten. Und ja, ich glaube, ich habe so 4, 5, 6 Versuche gebraucht maximal. Beim nächsten Erklärungsvideo habe ich aber ein bisschen länger gebraucht. Darknyan wird das nächste Erklärungsvideo sein. Und ihr werdet schon sehen, bei diesem Yokai kann man relativ viel ausrasten, würde ich jetzt mal sagen. Weil Darknyan ist noch ein Tick nerviger als Hovanyan. Viel nerviger als Hovanyan. Um sich mit ihm anzufreunden, da müsst ihr wirklich... Oh mein Gott, das ist halt wow. Du bist stärker geworden, Nathan. Für eine Sekunde dachte ich trainiere mit Nathaniel. Er wäre stolz auf seinen Enkel. Du kleiner Jacuzzi. Komm bald wieder zurück und wir fahren mit deinem Training fort. Okay, thanks. So, jetzt gucken wir uns mal die Werte von dem guten Hovanyan an. Ich wollte ihn gerade schon Nathaniel nennen, aber das war natürlich Schwachsinn. Und zwar, er ist Rang B und Level 50. Hat das Akrobat-Talent Konterattacke direkt nach dem Ausweichen. Das heißt, wenn er ausweichen kann, kontert er direkt die Attacke. Aber dafür muss er erstmal ausweichen. Scharfe Klaue, 10x2 Powerpfote, bläht sich auf und trifft einen Gegner mit einem wuchtigen Rempler. 180 Kraft, ihr kennt seinen Aufblähen, das haben wir schon am Anfang des Spiels gesehen. Unter Freunden ist die Beseelung, der beseelte Yokai wird ein treuer Freund. Stärke steigt an. Ja, das ist soweit alles zu dem guten Hovanyan. Und wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen, wenn es hilfreich war. Ich kann heute auch kein Deutsch. Wenn es hilfreich war, lassen Sie einen Daumen hoch da. Und wenn Sie hier neu sind und mehr davon sehen wollen, von solchen Erklärungstendo-Videos, dann lassen Sie ein Abo da. Das würde mich sehr, ja, freuen. Das wär's. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und zwitsch.